Ja, jetzt ist es nicht so einfach zu sagen, weil ich muss ein bisschen so achten auf was ich jetzt esse. Aber trotzdem würde ich sagen, früher auch habe ich lieber, sag mal, einen richtig guten Pizza. Ist schon für mich so eine richtig gute Sache. Esse ich, wie gesagt, jetzt nicht so oft mehr, aber wenn, dann Pizza. Ja, ich würde dann sagen, als Kind war das für mich wahrscheinlich dann Ole Gunnar Solskjaer damals. Dann als Norweger hat dann in England auch gespielt. Von daher war das wahrscheinlich eher das schon mein großes Vorbild damals. Ja, ich habe halt einige. Jetzt eine Haue ist klar, jetzt Tofu auch bekommen von Toby Moore und Vladimir und wahrscheinlich noch auch andere. Also von daher eigentlich viel zu viele. Ja, das war schon gestern dann im Training, lange Ball von Mergim und dann gehe ich und Maxi Bauer zusammen zum Ball und ja, er trifft mich dann quasi mit seinem Hinterkopf und dann ist es schon schön passiert. Ja, ist schon eine gute Frage. Ich weiß auch jetzt selber nicht so genau, was ich mache, aber ich glaube echt, dass ich irgendwas komplett anderes als Fußball macht, als Sport macht. Vielleicht irgendwas so Richtung Business kann gut sein, aber so einen ganz klaren Plan habe ich noch nicht. Ja, ich mache halt viel mit den Jungs so in die Mannschaft. Wir gehen oft essen, machen solche Sachen und zu Hause habe ich auch nicht so viel. Spiele ein bisschen Schach, lese schon ein bisschen Bücher, aber sonst nichts was extra. Ja, es ist eine gute Frage. Ich spiele halt jetzt sehr gerne die beiden Positionen. Und ja, das kommt auch ein bisschen darauf an, was oder wie wir spielen wollen und was der Trainer dann wollt. War es okay? Ja, habe ich. War mir schon klar, dass er sich mal fragen sollte wegen Tofu.